Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Super Mario Bros. 2. Ja, wir nehmen Mario und letztes Mal haben wir noch diesen Roboter-Bowser besiegt und jetzt kommen wir in die vierte Welt und das ist die Schneewelt oder Eiswelt, ja. Einfach Schnee, Eis, wo es halt kalt ist, wo es Eis und Schnee gibt und ja. So, das sind mal Viecher, die mir so richtig derbe auf den Sack gehen, ihr habt es gerade gesehen. Die sollte ich natürlich gleich zu Beginn irgendwie loswerden, bevor ich dieses Ding da unten ausgrabe. Weil ihr habt es gesehen, hat mir mal ganz schnell Leben abziehen können. Und da muss man vorsichtig sein. Jetzt da. So, da kommt nochmal einer. Und der gibt mir leider noch kein Leben, okay. Irgendwie sollte ich mir aber dann schon mal noch ein Leben holen. Wie gesagt, hier habt ihr gerade die Münzen gesehen. Ich hole sie mir wirklich, wenn sie greifnah sind, sage ich jetzt mal. Dann kann ich mir so Münzen schon mal holen. Aber ansonsten sind die für mich eher eine unnötige Sache. Und das wisst ihr auch. So. Da gibt es gleich mal ein Herzchen, finde ich gut. Dann bin ich schon mal etwas mehr abgesichert, geschützt. Und die zweite Münze haben wir auch gleich mal. Natürlich, wenn sie so nah dran sind und greifnah, wirklich so, dass man sie ganz nehmen kann, dann ist das natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass ich sie auch nehme. Ansonsten aber, wie gesagt, ich lege da keinen großen Wert drauf unbedingt. Scheiße. Das sind doch kleine Mistviecher, oder? So kleine Mistviecher. Oh Mann, aber so viele auf einem Haufen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Und ich laufe jetzt einfach mal weiter, weil ich weiß gar nicht, wenn da was rauskommen wäre, dann wäre was rauskommen, schön. Aber nein, das riskiere ich nicht, da nochmal zurückzulaufen. Ich hoffe auf ein Item hier. Oder zumindest auf sowas, genau. Das ist natürlich auch eine schöne Sache, immer einen Pilz abzustauben, genau. Den haben wir gleich mal hier. Und ich glaube, eine Bonuskarte können wir noch rausziehen, die zweite vielleicht auch noch, genau. Zurückkommen werden wir wahrscheinlich eh nicht mehr, deswegen passt es gerade recht. Und da unten kommt jetzt eine Rakete raus. Das weiß ich aus dem Grund, weil das Spiel kenne ich einfach ein bisschen besser als manche andere Spiele. Und da müssen wir jetzt erstmal eine Etage höher fliegen und dann geht es auch weiter. So, da kommt schon wieder die Bossmusik, aber ich kann euch gleich sagen, es taucht noch nicht gleich ein Boss auf. Dieses Gerät hier, das kann Feuer spucken irgendwie. Keine Ahnung. Die Münze da oben, wie gesagt, ist mir egal. Ich laufe einfach weiter. Das braucht man auf jeden Fall, um hier irgendwas schaffen zu können. Mit diesem Gerät kann man nämlich, glaube ich, sogar irgendwo hinfliegen dann. Wo genau, weiß ich selber noch nicht. Aber auf jeden Fall, wow, diese kleinen Eisviecher da. Seht ihr schon, sie sind etwas sehr aggressiv. Der hat mir hier gleich mal zwei Leben weggenommen. Gar nicht schön. So, die werfe ich doch gleich mal ab hier, wenn ich schon die Gelegenheit bekomme. Und bei sowas kann man natürlich leicht mal sterben. Deswegen sollte ich jetzt mal gucken. Ich glaube hier, genau, da kann ich jetzt erstmal ein Leben wieder rausholen aus der Sache. Genau, weil dann bin ich erstmal wieder abgesichert. Ich könnte mir eventuell noch einen zweiten Pilz holen. Ich gehe nochmal zurück, genau. Dann kann ich mir gleich mal beide Herzchen voll machen eigentlich. Das ist eigentlich eine ziemlich schlaue und raffinierte Idee an dieser Stelle. Und Dankeschön. Jetzt bin ich wieder abgesichert und kann zufrieden weitergehen. Hier geht es wahrscheinlich auch rein, oder? Ja, wenn jetzt hier Bomben rauskommen. Okay, schade, sonst hätte ich gedacht, kann man jetzt vielleicht da runtergehen. Aber ein Leben gibt es immerhin zum Mitnehmen. Finde ich auch eine schöne Sache. Leben, ja, das Leben, das ich gerade eben verloren habe durch diese, ehrlich gesagt, Mistviecher. Die kotzen mich so dermaßen an, sind wie so kleine Partikel. Da kann man doch schon ganz schön froh drüber sein. Ah, egal, ich habe sowieso beide gehabt. Dann können wir hier diese Schale nehmen. Moment mal, wow. Waren diese Viecher jetzt hier der stellvertretende Boss sozusagen, oder? Moment mal, das kann man da nochmal hoch. Nein, kann man nicht. Wow, Mist. Das wäre sonst ein bisschen blöd. Scheiße, ich hau einfach ab. Ich hau einfach ab, mir reicht's. Scheiß drauf. So, Curse Clear. Genau. Zwei Bonus haben wir, okay. So, da gibt's sogar ein Leben, gell? Schöne Sache. Und vielleicht nochmal. Jetzt dann Stern. Oh, ich sag's doch. Diese Kombination kenne ich eigentlich schon gut. Ja, damit wir noch viel Zeit haben, starten wir gleich in den nächsten Level hinein. Haben 17 Leben, 4-2. Los geht's. So, dann haben wir diese kleinen Igel. Da können wir gleich mal ein paar Leben abstauben. Zack, hat's ein Leben gegeben. Ja, ein Leben haben wir rausziehen können. Immerhin besser als gar nichts. Und ja, so, das brauchen wir nicht. Wir haben ja alle Leben noch. Da gibt's nichts. Da gibt's auch nur Unkraut. Oh Mann, und das ist ein totaler Bienenwahn sozusagen. Wieder mal, ihr wisst es. Wow, scheiße. Also hier muss ich jetzt natürlich mich irgendwie ducken, durchflitzen, durchsurfen. Keine Ahnung, dass die mich halt nicht erwischen irgendwie. Wow, knapp, scheiße, shit. Oh, da muss man richtig konzentriert bleiben. Und nicht die Nerven verlieren, wie in manch anderen Spielen schon, wisst ihr bereits. Oh, eine Riesenschildkröte.
Schildkröten-Ding, wie auch immer. Brauchen wir nicht. Wir können direkt weitergehen. Oh, was haben wir denn da? Da haben wir erstmal einen Riesenscheigei, den wir auf die anderen werfen können. Einmal so. So, wow, da gibt es ganz schön viele Sachen daraus zu nehmen. Und da links kann man anscheinend irgendwas holen. Okay. Okay, nichts. Unkraut. Oh, ja, okay, das habe ich mir eigentlich schon fast gedacht, dass hier sowas rauskommen wird. Ich lasse mich mal den Strahl hier nach oben treiben. Und nochmal. Oh, scheiße. Jetzt habe ich schon gedacht, mein Gott, es ist vorbei für mich. Aber da sind wir gerade nochmal um die Ecke rumgekommen. So, dann kann man hier dieses Leben holen. Das Leben ist mir natürlich sehr wichtig, weil. So. Cool. So, da haben wir schon mal wieder ein paar Leben mehr geholt, als wir eigentlich verloren haben. Ja, finde ich gut. Jetzt legen wir wieder bei den Leben weiter vorne. Ist ja auch besser so. Wow, ein riesen Powerteil. Das nehme ich mal mit. Das kann man bestimmt hier irgendwo verwenden. Wasserstrahl treibt mich nach oben. Sehr schön. Den darf man nur nicht von der Seite berühren. Und natürlich auch nicht so. Dieser Leistungsfehler kann natürlich immer wieder passieren. Deswegen, ja okay, 18 Leben ist immerhin noch mehr, als wir im letztes Mal gehabt haben. Das passt eigentlich, ja. So, Riesenscheigei, komm her. Ich brauche ein Leben von dir. Oder mehrere. Nein, ein Leben reicht in dem Fall. Na toll, das bekomme ich jetzt nicht mehr. Wartet mal. Da kann man, glaube ich, eventuell in die Tür zurückgehen. Und dann nochmal von neu kommen. Dann müsste das eigentlich, genau. Genau, dann ist der wieder da. Und dann können wir den auch wieder nehmen. Komm her. So, her mit dem Viech. Und diesmal warte ich einfach, bis die Scheigeis weiter zu mir hergekommen sind. Genau so. Und dann nehmen wir uns ein Herzchen mit. So, dann laufen wir mal den unteren Weg. Und das Leben, das hole ich natürlich nochmal. Klar, wenn wir jetzt schon die Chance hier haben, so ein einfaches Leben zu holen, dann hole ich es mir natürlich. Wenn ich irgendwelche komplizierten Sachen machen müsste, dann könnte ich sagen, nein, leck mich doch. Aber hier, da kann ich das schon mal einfach mitnehmen. So, hier kommt genau wieder dieser Powerblock. Den werfe ich diesmal direkt weg, weil der mir irgendwie voll am Arsch vorbeigeht jetzt. Wie gesagt, die Wasserstrahle darf man nur von der Seite... nein, das war genau das Gegenteil. Nein, die darf man nur von oben berühren. Ihr habt es gerade gesehen. Ich habe was verloren. Ist natürlich nicht so lol. Lol. Nein, das ist nicht lol. Jetzt sollte ich natürlich noch irgendwie ein Herzchen kriegen, bevor ich hier abstürze oder wieder sonst irgendwie aufs drauf gehe, was weiß ich. Okay, auf diesen Fleck muss ich stehen, gut zu merken. Gut, danke. Schon mal einmal weiter oben. Oh Mann, und diese Viecher auch wieder. Mann, das ist doch voll die Belästigung. Ein Leben gibt es aber noch für mich, oder? Genau, das habe ich mir schon fast gedacht. Und wir machen noch mal einen kleinen Ausflug in unsere Rakete. Einmal nach oben, bitte. So. Und Boss haben wir noch keinen, okay. Wird aber höchstwahrscheinlich jetzt auch noch gleich folgen dann. Ja, Mann, Leben. Oh, diese Viecher schon wieder. Nein, den hätte man nicht abwerfen dürfen. Den muss man jetzt hier nämlich mitnehmen dann. Dieses Kart. Genau. Nur der Scheigei muss weg. Den brauche ich natürlich nicht an dieser Stelle. Ein Pilz. Schade. Wäre schön gewesen, aber gibt es leider keinen. So, das Einzige, was weg muss, ist der Scheigei. Da muss ich jetzt nämlich mit diesem Ding hier fahren. Und einfach geduckt bleiben. Weil überstacheln ist nicht gerade so bequem für Mario, glaube ich. Und dann scheiße. Kommst du her? Danke. Was ist hier? Oh, ein Leben. Sehr schön. Wenn so eine Tür kommt, wird höchstwahrscheinlich jetzt gleich der Birdo-Boss hier kommen. Da hätten wir auch noch ein Leben, okay. Ist natürlich noch eine kleine Unterstützung für mich. So, und das ist der... Ist noch nicht der grüne, okay. Das ist der rote. Habe ich gerade gesehen an den Leben und so, ja. Sind das hier alles Leben, okay. Dann werde ich jetzt nicht sinnlos verschwenden, ne? Sondern werde mir eins holen, wenn der mich irgendwie angegriffen hat. Vorher werde ich mal, denke ich, keins benötigen. Aber ich denke mal, das schaffe ich im letzten Zug noch voll. Nein, ohne Witz, der hat mich noch abgetroffen, ey. Gut, aber egal, wir sind jetzt direkt bei Birdo. Genau. So, holen wir uns erstmal das Herzchen. Ich finde, hier gibt es dann vor dem Boss immer noch viel Leben zum Holen. Finde ich eigentlich richtig gut. Da hat man doch viel eine bessere Chance zu gewinnen, falls man schlecht dran ist gerade oder irgendwas nicht passt. So, das geschieht jetzt recht. Schieß ein Ei, thank you very much. Und nochmal ein Ei, kein Feuer. Ei, genau. So, das wär's auch für dieses Level. Birdo, du bist tot. Wir sind zufrieden und können uns verziehen. Yay. Curse clear. Und ich glaube, Bonus haben wir diesmal keinen gehabt. Genau, kein Bonus. Und ja.
Das wär's dann mal wieder für diesen Part, Leute. Wir sehen uns nächstes Mal zu 4-3. Finde ich gut, dass wir mal wieder zwei Level am Stück geschafft haben, dass wir schneller vorankommen. Und dann macht's gut. Wir sehen